Hi zu einer neuen Aufnahme hier auf dem Server. Wir bauen heute das, ja, die Stallungen weiter, die wir hier aufgebaut haben bis jetzt. Die sehen immer noch relativ trist und karg aus und da fehlt noch so einiges. Und nebenbei möchte ich gerne wieder über einige Themen sprechen. Und zwar heute etwas sehr viel Spannenderes als sonst. Vier Dinge, die ich sehr mag und andere auch mögen. Vielleicht ist ja auch was von euch dabei. Das heißt, ich rede heute über coole Dinge, die mir gefallen und die vielleicht auch euch gefallen könnten. Und damit bringen wir mal ein bisschen positive Würze rein, würde ich sagen. Dabei bauen wir das hier alles ein bisschen um. Ich habe auch meinen Meißel ausgepackt. Mit dem können wir hier mal ein bisschen das Holz verändern, weil ich habe zwar gerade nur das normale Holz verwendet, das Eichenholz, aber ich finde es ein bisschen sehr trist. Und es könnte schicker aussehen. Und das können wir mit dem Chisel auf jeden Fall ermöglichen. Ja, dann lasst uns gleich damit mal anfangen. Das Dach kommt noch oben drauf. Das wird noch gemacht. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und dann die ganze Fassade ein bisschen aufhübschen. Gerade das Dach finde ich noch interessant. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was man so mit dem Dach machen kann. Ich habe da zwar eine coole Idee, aber wir müssen mal gucken, wie das so ausgeht. Ja, dann würde ich sagen, während ich hier mal diese Pfeiler an die Seiten setze, was immer sehr cool aussieht, kann ich schon mal Punkt Nummer 1 erzählen, der Dinge, die ich eigentlich ganz cool finde in letzter Zeit oder schon länger. Und Punkt Nummer 1 ist schon etwas Spezielleres, aber vielleicht kennen das ja auch einige. Ich mag sehr gerne die Geschichten um Sherlock Holmes, den großen Detektiv aus London. Das ist eine meiner liebsten Figuren, die so überhaupt existieren. Und ich habe sehr viel Zeit mit den Büchern zum Beispiel verbracht. Oh, Bücher, keiner mag mehr Bücher. Und natürlich auch mit den Filmen, noch nicht mit der Serie. Die habe ich irgendwie noch nie zu fassen gekriegt. Es sieht schon viel besser aus, wenn man da einfach diese Balken dran setzt. Das ist krass. Die Serie habe ich leider noch nicht zu fassen gekriegt. Aber die werde ich mir auch nochmal irgendwann antun, die neue Serie. Die soll ja auch unglaublich begnadet sein. Ich fand die Filme toll mit Robert Downey Jr. Das ist echt. Der trifft so unglaublich ins Schwarze, was Sherlock Holmes angeht. Also der hat wirklich, ich habe oft gelesen, dass der nicht so gut passen würde, aber ich kann es einfach nicht verstehen, weil der macht meiner Meinung nach den besten Sherlock Holmes ever. Ist großartig. Also fand ich mega geil. Beide Filme, die dazu rausgekommen sind, sind einfach große Meisterwerke meiner Meinung nach. Muss einem natürlich nicht gefallen, aber ich liebe die total, ich gucke die total gerne und zwar mag ich da ganz besonders dran, allgemein die Zeit, das Setting, das alte London in erster Linie und alles, was damit zusammenhängt, die Fortschritte in der Technologie, Eisenbahn, Elektronik, alles ist unglaublich nach vorne gegangen mit der Industrialisierung und das ist ja genau die Zeit von zum Beispiel Sherlock Holmes und das finde ich ganz großartig. So, wie gehen wir jetzt hier weiter vor? Ist doch so angefangen. Ich habe es jetzt hier drüber rausstehen lassen. Ist das eine gute Idee? Bin mir nicht ganz sicher. Wir machen das hier mal halb. Und daneben mal voll. Ich glaube, das sieht ganz cool aus, wenn man das so laufen lässt. Ja, doch, das können wir machen. Das probieren wir mal so. Und genau, und in den Filmen kommt das eben halt auch genauso rüber. Er ist halt auch genauso ein Typ, wie man ihn sich in den Büchern vorstellt. Dr. Watson ist auch sehr gut getroffen. Und das gefällt mir alles sehr gut. Plus die Technologie, nee, nicht die Technologie, sondern wie er seine Fälle löst. Er löst nämlich hauptsächlich seine Fälle mit Logik. Und ich finde das ziemlich cool, dass er eben halt immer die Logik benutzt, um Sachen aufzudecken und zu lösen. Denn für ihn ist wichtig, dass man immer seinen Kopf benutzt und die ganzen Ungewissheiten ausblendet und nur das nimmt, was man hat und damit dann eben halt auch wirklich einen Fall löst. Ich habe das mal grob zusammengefasst. Ich habe es wahrscheinlich falsch zusammengefasst. Er würde es anders nennen. Aber ich liebe einfach die Geschichten da drum. Vielleicht geht es ja euch auch so. Vielleicht mögt ihr das auch ganz gerne. Oder vielleicht ist das für euch alles alter Tobak. Und ihr kennt das gar nicht mehr. Kann ja auch sein. Kann ich mir auch vorstellen. Ist ja auch schon etwas älter, die ganze Geschichte. Ja, das war Punkt Nummer 1 von mir. Ich finde Sherlock Holmes ziemlich cool. Vom guten alten Conan Arthur McDoyle. Oh, tut mir leid, falls das jetzt nicht richtig war. Aber egal, irgendjemand wird mich in den Kommentaren aufklären. Ja, Punkt Nummer 3. Ich finde Kaffee super, super cool. Also, er schmeckt natürlich nicht so mega geil und ist wahrscheinlich auch ziemlich ungesund in so Massen konsumiert.
Aber Kaffee ist schon sau cool, weil es einen fit und wach hält. Weil gerade wenn man lange Nächte macht, wenn man viel arbeitet, ist das. Oh ja, genau. Wir bauen das hier so ein bisschen höher. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Dann nehme ich vielleicht diesen Block auch nochmal weg. Der passt da dann nicht mehr hin. Holzblock, komm zurück. Ich glaube, das Dach wird was. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen am Ende. So, wir bauen hier so ein richtig schönes Dach drauf. Und ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ja, Kaffee ist auf jeden Fall richtig nice. Lecker, man kennt das aus dem Büro. Alle trinken unglaublich viel Kaffee. Wenn kein Kaffee mehr da ist, dann funktioniert das ganze Unternehmen nicht mehr. Deswegen ist das mit das Wichtigste. Ich weiß ja nicht, ob alle hier schon Kaffeetrinker sind. Es gibt ja auch mittlerweile viele Leute, die gar keinen Kaffee mehr trinken. Es gibt ja auch viele Leute, die auf Alternativprodukte umgestiegen sind. Ich trinke natürlich auch mal ab und zu einen Energy. Und ja, diese Clubmate-Geschichte ist nie so meins geworden. Weiß ich nicht. Ich möchte euch da nichts absprechen. Das kann natürlich für euch das Großartigste von der Welt sein. Aber neulich habe ich erstmal wieder von einem gehört, der auch viel Clubmate trinkt. Ja, Clubmate, der hat das jemandem anders angeboten und der hat dann das getrunken und sagt, oh mein Gott, das schmeckt ja widerlich. Und dann sagt er, ja, das schmeckt immer am Anfang widerlich. Man muss da durch. Und dann geht es. Wo ich denke, ein Getränk sollte nicht immer am Anfang widerlich schmecken, oder? Fand ich ganz gut, eigentlich. Ja, und sonst bin ich relativ starker Kaffeetrinker. Passt das hier? Nee, das muss noch höher. Ups, jetzt bin ich runtergesprungen. Diese Schuhe sind cool aus Thorncraft. Die geben einem richtig viel beim Bauen. Also das hilft richtig doll. Naja, gehen wir mal weiter im Text. Also es gibt natürlich auch negative Sachen an Kaffee. Man trinkt eben halt viel zu viel. Der Effekt ist schon lange, lange verschwunden eigentlich. Man braucht es natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen, weil der Körper, der verlangt danach. Und man muss andauernd pinkeln gehen, was krass nervig ist. Und natürlich ein bisschen privat. Aber ich finde es sehr, sehr nervig, dass man, dass es doch sehr, ja, Harn fördern, sagt man, glaube ich. Man muss eben halt aufpinkeln. Finde ich mega nervig an Kaffee. Ist nicht gut. Ja, und heute ist auch meine Kaffeemaschine kaputt gegangen. Ich habe es auch getwittert. Einige Leute haben es auch gesehen. Und das ist natürlich krass unangenehm, wenn man dann so aufwacht und denkt, oh ja, jetzt ein Kaffee. Und dann macht die Maschine auf einmal komische Geräusche, der Vollautomat, wie es im Internet heißt, auf einmal komische Geräusche und der Tag ist im Arsch. Aber sowas von, ich habe es auch nicht repariert gekriegt, leider. Da fehlten mir dann irgendwie doch die Skills für. Und deswegen bin ich heute dann irgendwann mittags oder nachmittags zu McDonald's gegangen und musste mir da einen Kaffee kaufen. Das war, ja, merkwürdig. Aber okay, machen bestimmt auch andere Leute, dass sie sich dann bei McDonald's einen Kaffee holen. Und ja, ich habe mich auch erstmal schön verbrannt. Zusätzlich hat es geregnet und ich habe keinen Deckel gehabt. Und es hat also in meinen Kaffee reingeregnet. Es war alles mies. Ich habe mir mega die Zunge verbrannt am Anfang, obwohl ja natürlich draufsteht, dass es heiß ist. Aber ich wollte jetzt unbedingt diesen Kaffee trinken. Und alles Nachteile eigentlich daran. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch schön, wenn man zusammen Kaffee trinken gehen kann. Wobei, da gibt es auch überall heutzutage Tee. Ich bin übrigens kleiner Starbucks-Fan. Ich weiß auch nicht, warum. In Deutschland ist Starbucks ja nicht so das Ding. Ich mach das Fenster hier größer, ne? Oder? Ja, es ist auf beiden Seiten zu klein. Okay, dabei haben wir ja den Platz. Nee, hier haben wir den Platz nicht, tatsächlich. Aber ich könnte das zumindest wegnehmen, dann ist es nicht ganz perfekt, aber es ist okay. Ups. Ja, ich bin ein relativ großer Starbucks-Fan. Hier ist das Fenster einfach größer, warum ist es denn hier kleiner? Das verstehe ich nicht. Zack. Ich trinke da aber auch gern mal, was nicht sehr männlich ist, einen leckeren Frappuccino. Ich weiß nicht warum, aber die gibt es irgendwie auch nirgendwo anders und die sind einfach super lecker. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal getrunken. Jetzt im Winter haben die irgendwie so Winter-Editionen rausgebracht. Die sind sehr komisch. Die trinke ich nicht. Also das gefällt mir gar nicht. Kommen wir mal zu meinen
Punkt Nummer zwei. Ich liebe gutes Essen eigentlich. Das liebt natürlich jeder. Das ist jetzt nichts Besonderes, könnte man sagen. Aber ich koche halt auch total gerne und ich koche gerne mit anderen Leuten. Das Problem daran ist, dass ich schon mal eine Ausbildung anfangen wollte zum Koch. Und das ist einer der krassesten Jobs, die man machen kann, Leute. Also falls hier irgendjemand Koch ist, großen Respekt, auf jeden Fall. Und falls jemand Koch werden will, ich würde mir diesen Berufswunsch nochmal überlegen. Das ist nicht böse gemeint. Man kann das natürlich machen, wenn man da wirklich Bock drauf hat, aber das ist ein krasser Knochenjob. Also Koch sein hat nicht viel mit so fröhlich kochen zu tun. Ich find's ganz schick, aber wir brauchen mehr Holz. Ich glaube, ich habe noch Holz im Lager. Doch, das geht eigentlich. Koch sein hat nicht viel mit Kochen zu tun. Das ist eben halt echt einfach krass viel Arbeit. Das ist krass viel Zeit, die da reinfließt. Und man wird eben halt doch leider ziemlich mies bezahlt. Und das sind alles natürlich so kleine Negativaspekte. Aber Kochen selber macht super viel Spaß. Also mir macht das mega viel Spaß. Ich koche ganz viel privat. Ich koche viel mit anderen Leuten gerne zusammen. Ich koche auch viel für andere Leute gerne, die das da nicht so, nicht so schätzen wie ich. Aber das ist ja normal. Und wir nehmen mal so einen ganzen Stack mit. Wir nehmen mal zwei Stacks mit. Zwei Stacks Holz. Bam. Oh, man sieht wieder ein bisschen das Lager. Darf es noch gar nicht sehen. Ich komme mit dem Lager einfach nicht so richtig weiter gerade. Ich habe so viele andere Sachen mal zu tun. Macht auch die Redstone-Videos nebenbei. Und man kommt dann einfach mit dem Lager nicht so wirklich weiter. Auf jeden Fall koche ich gerne. Ich koche auch gerne gesund. Ich koche nicht fleischfrei. Das ist ja mittlerweile auch wieder ein sehr krasser Trend geworden. Ich kann es verstehen, warum Leute das machen. Auf jeden Fall. Manche Sachen sind auch nicht cool, die so mit Tieren gemacht werden und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt aber auch nicht so die Diskussion drüber losbrechen. Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Das ist auf jeden Fall bei mir noch ein Thema. So Fleisch ist noch ein Thema. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier bauen. So. Ich weiß nicht, ob ich das Dach hier so weiter baue. Ich mache es erstmal relativ flach, aber noch nicht ganz flach. Geht das? Kann ich das hier aufbauen? Nein. Nee. Wie soll ich das da hinbauen? Machen wir mal so. Machen wir mal so. Oh, diese Schuhe helfen so unglaublich, hier rumzuspringen. Auf jeden Fall kriege ich immer Ärger, wenn ich mit anderen Leuten zusammen koche. Zum Beispiel, wenn man irgendwie Zwiebeln schält, dann sage ich, ja, man muss die so schneiden, bla bla bla. Und man kriegt immer direkt auf den Sack dafür, wenn man allen Leuten weiß machen möchte, wie man das richtig macht. Ich find's immer. Ich würde jetzt gerne sagen, ich find's lustig, aber der Ärger, dem ist es eigentlich nicht wirklich wert. Dann kocht man doch lieber alleine. Und das Einzige, was mich ein bisschen nervt irgendwie, was ich merkwürdig finde, ist, man kocht mega lange Essen und isst dann einfach nur ganz kurz und dann, ja, ist man fertig damit. Und das ist schon ein bisschen langweilig, so auf die andere Art und Weise. Ja, sonst, ich esse eben halt sehr gerne auch ganz gute Sachen. Oder mit viel Gemüse und sowas. Weil ich finde, es ist nicht viel aufwendiger. Ich finde es manchmal erschreckend, wie teuer Gemüse ist. Das ist wirklich irre. Also im Gegensatz zu Fertigprodukte oder Fleisch. Ah, es regnet wieder. Ja, Fisch. Also ich habe jetzt mal den Regen ausgestellt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich damit handeln soll, wenn es regnet in den Aufnahmen. Weil es ist einfach krass nervig. Ich muss es jetzt auch wieder schneiden. Vielleicht hat da jemand noch den einen oder anderen Tipp. Man kann irgendwie das Wasser clearen und dann auf ganz lange stellen. Und dann ist es ganz lange clear. Muss ich nochmal schauen. Auf jeden Fall stört mich das beim Reden. Und deswegen möchte ich es gerne aushaben. Ja, sind wir mit dem Kochen soweit durch? Ich glaube schon. Also, ich weiß ja nicht, was kocht ihr denn so? Das würde mich vielleicht nochmal interessieren. Ich bin ein absoluter Lasagne-Fan. Lasagne. Ich bin echt ein krasser Lasagne-Fan. Ich koche das sehr gerne. Ich esse es sehr gerne. Ich weiß, es ist nicht unbedingt der gesündeste Snack für zwischendurch. Immer sehr, sehr fettig. Macht dick. Man sieht es an mir mittlerweile auch schon wieder. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel, sehr gesund gegessen. Auch mit viel Fisch, mit viel Lachs und so und habe krass viel abgenommen dabei, aber ich habe einfach gerade nicht mehr die Zeit, mich so viel damit zu beschäftigen. Und preislich ist es eben halt auch relativ hoch, wenn man immer sowas wie Lachs essen möchte oder so ganz viel Gemüse oder ganz gesundes Fleisch. Übrigens, Biofleisch schmeckt besser. Es ist tatsächlich so. Also ich habe das nicht oft, aber es schmeckt tatsächlich ein bisschen besser. Es ist sehr interessant. Nee, mache ich das hier so? Nee,
Doch, hier muss ich das rummachen. Aber hier kann ich das so machen. Wir gucken das gleich mal von unten an, wie das aussieht, wenn ich das Dach so abschließen lasse auf der Seite. Oder ob ich es einfach offen lasse. Ne, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Sieht komisch aus. Ja, gutes Essen war meine Nummer 2 von den Sachen, die ich sehr gerne mag. Ich finde es super cool. Und kommen wir zu meiner Nummer 1. Und die ist ziemlich lame eigentlich. Ich lerne gerne Sachen. Es ist erschreckend. Also ich hatte das nicht in der Schule, auf keinen Fall. Weil man da sehr viele Sachen lernt, die einen einfach nicht interessieren. Ich finde es auch immer wieder interessant, dass man da so viel Kram lernen muss, der einfach völlig irrelevant ist, auch für später. Ja, man könnte jetzt wieder... Aber ich möchte jetzt auch nicht diese Schuldiskussion anfangen. Natürlich ist es wichtig und eine Grundbildung ist super wichtig und so weiter und so fort. Aber kommt schon, Leute. Man lernt einfach viel Kram, der nicht interessiert. Und wichtige Sachen wie Steuern oder so lernt man gar nicht. So, das Ganze möchte ich jetzt noch ein bisschen verzieren hier. Ich bringe mal eben kurz wieder raus. Gehen wir kurz wieder hier in den Minecraft-Modus. Ich habe mir mal Ranken besorgt, etwas Birkenlaub und ich habe eine Pferderüstung und einen Sattel, also zwei Sättel. Weil ich ja auch meine Pferde nachher benutzen möchte, um damit, ja, auch die wirklich auch benutzen möchte. Und deswegen müssen ja hier natürlich Sättel sein. Und dafür bauen wir was ganz Cooles. Das können wir direkt in unserem Werkbank-Rucksack machen oder wir gehen mal eben kurz zur Werkbank. Weil es auch sehr simpel aufgebaut ist. Ich glaube, das müsste schon reichen. Ich möchte aber vielleicht zwei haben, deswegen brauche ich noch ein bisschen... Wir brauchen nämlich einfach nur Stufen und Holzbretter. Und dann platziert man hier unten Holzbretter und da oben Holzbretter und dann kriegt man so ein cooles Regal. Machen wir zwei. Und das können wir jetzt hier einfach an die Wand anbringen. Mach's mal hier hin. Und hier hin. Und dann können wir uns unsere Sachen rausholen und die einfach dahin stellen. Und das finde ich schon, finde ich ganz nice. Halt mal zwei Rüstungen vielleicht mitnehmen sollen. Einen Sattel rauf, Pferderüstung. Die kommen auch einen Sattel raus. Und dann kann man sich den immer wegnehmen und dann hier rumreiten. Ist vielleicht eher ein modisches Ding als nützlich. Aber ich habe so viele Sättel gefunden, deswegen können wir die auch gerne da lassen. Man könnte das jetzt, man hätte es auch hier hinstellen können. Aber ich habe hier keinen Durchgang direkt, sondern nur außen. Und deswegen möchte ich es doch lieber auf der anderen Seite haben. Ja, genau, ich lerne sehr viel und sehr gerne und das sieht man ja auch an dem Kanal natürlich, dass hier alles, ja, sehr danach ausgerichtet ist, dass ich mir auch krass viel beibringen musste, um das hier alles zu machen und ich bringe das auch, ich gebe das auch gerne so weiter. Also ich möchte hier gerne noch so ein bisschen Weg haben, sowas in der Art, weil das sieht ja sehr lame aus gerade und dafür besorgen wir uns mal ein bisschen Stein und Chiseln und was Schönes, ne? Ich glaube schon, ich glaube, es ist gut. Ja, die ganzen Mods, das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, mir das auch alles selber beizubringen und das alles ein bisschen aufzuarbeiten, dass es ganz cool auch rüberkommt am Ende des Tages. Das ist mir eigentlich relativ wichtig. Wir haben viel davon. Ja, wir haben unglaublich viel Basalt aus meinem riesigen Tunnel eigentlich. Das können wir auch ganz gut benutzen, glaube ich. Wir könnten den auch einfach als Pflasterstein benutzen auf dem Boden. Ich könnte den chiseln. Wir gucken mal, was wir für verschiedene Chisel-Möglichkeiten haben. So. Dann kann man den Chisel einfach benutzen. Hatten wir auch im Chisel-Video. Und hier reinlegen. Und dann können wir mal gucken, so, es gibt ganz normal Bruchsteine, kann man daraus machen. Man kann sich auch so Pflastersteine machen. Wollen wir Pflastersteine machen? Oh ja, wir können die nehmen. Ich nehme mal ein paar erstmal. Guck mal, wie das aussieht. So, und dann haben wir hier so einen kleinen Weg. Ich glaube, die sind gut. Ja, das ist halt auch krass lame, dass man sowas sagt wie, ja, man lernt ganz gerne irgendwas. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch habt. Okay, hier unten ist so eine Höhle, die sollte man vielleicht auch nochmal zumachen. Und, aber so Sachen, die interessant sind, die wirklich spannend sind und die einen auch irgendwie tangieren, womit man irgendwas anfangen kann, sind das ist einfach super, sich da zu informieren und da weiterzukommen dann auch und dann auch so ein Erfolgserlebnis zu haben, dass man eben halt was gemacht hat. Das sieht doof aus. Ich denke, der Trick ist, dass man Steine freilässt zwischendurch. So. So vielleicht so ein bisschen. Mal die Sachen hier unten raus. Zack. So vielleicht. Das dann hier wieder zuwachsen lässt. Ja, vielleicht so. Doch, das, ich glaube, es ist ganz okay, wenn das hier wieder zugewachsen ist. Das ist, glaube ich, ganz nett. Dann haben wir... Wir schisseln erstmal ein bisschen Holz und gucken, ob wir das Holz ein bisschen umändern können.
Kann ich den da reinlegen? Nö. Machen wir erstmal. Machen wir erstmal ein paar Eichenholzbretter. Und dann können wir die gleich chiseln und dann können wir die da reinlegen. Und dann gucken wir uns mal an, ob wieder was Schönes zu finden. Also, es gibt verschiedene Bretter, die man daraus machen kann, die auch alle ganz cool aussehen, wenn man jetzt kein anderes Material benutzt. Also, es gibt ja auch ganz viele andere Holzbretter. Das Problem ist, diese Plankendinger sind eigentlich ganz cool, aber dann müsste ich halt alles wieder aus diesen Plankendingern machen. Was ist mit denen, die beiden hier? Kann man die nicht benutzen? Gucken wir uns das mal. Gucken wir uns das mal an. Wie würde das denn aussehen? Ja, vielleicht kann man das ein bisschen benutzen. Wir gucken mal, ob wir was austauschen können. Das Problem ist jetzt natürlich, dass die Treppen hier so aussehen, aber die würde ich sonst vielleicht auch einfach wegnehmen. Weil alles ist jetzt aus diesem Holz, ne? Da kann man nicht einfach irgendwas austauschen, glaube ich. Da müsste man alles wieder austauschen. Und ich kriege die Stufen und so, glaube ich, nicht gechiselt. Ups. Das sieht schon allgemein einfach witzig aus, aber dann müsste man wieder alles chiseln. Ich muss alles wieder abreißen. Nee, lassen wir das erstmal so. Hätte man vorher mal gucken können, ob man was findet. Wenn wir gucken, können wir irgendwas anderes. Vielleicht bauen wir nachher noch ein bisschen was dazu. Schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, ich bin ja im Entwicklungsbereich tätig und da lernt man eben halt auch immer extrem viel. Neue Programmiersprachen und so weiter. Und da kann man sich das... Oh, ich sterbe gleich. Da kann man sich das halt auch nicht erlauben, stehen zu bleiben. Man muss eben halt immer weiter lernen. Und das macht mega viel Spaß einfach. So, und jetzt kommt noch mal ganz kurz Punkt Nummer 0, weil wir so eine fancy 4-Punkte-Liste haben und wir einen Punkt Nummer 0 natürlich haben. Ich produziere extrem gerne Videos für YouTube. Informiere mich da auch, wie man das besser machen kann, effektemäßig oder stimmenmäßig. Ich bin zum Beispiel noch nicht perfekt mit meinem Mikrofon zufrieden. Es hat ja auch relativ viel Hall im Raum und sowas, aber Videos zu produzieren, YouTube allgemein zu machen, die Leute kennenzulernen, mit denen zu arbeiten, das macht alles mega viel Spaß. Und ich habe auch ein paar YouTuber, die hier zuschauen und so, ich glaube, die können das ganz gut nachempfinden, dass YouTube allgemein einfach richtig viel Spaß macht. Das Problem ist, man vergleicht sich viel zu oft mit anderen YouTubern und das ist doof. Das sollte man nicht, eigentlich sollte man das gar nicht tun, aber wir tun es natürlich alle. Und sonst macht es halt ultra viel Spaß. Ich drücke mich halt so gerne aus. Früher habe ich auch viel geschauspielert noch, auch gerade bei meinem anderen YouTube-Kanal. Das hat auch mega viel Spaß gemacht und das war ja auch ein bisschen die Idee, das wieder zu machen eigentlich ursprünglich. Sich da mehr kreativ zu beschäftigen, weil diese kreative Arbeit macht unglaublich viel Spaß. Ist unglaublich cool. Und ich weiß nicht, wie beschäftigt ihr euch kreativ? Das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren da lassen. Macht ihr irgendwas handwerklich? Viele Leute basteln sich ja mittlerweile was oder bauen selber Sachen oder macht ihr auch Sachen auf YouTube? Oh Gott. Das muss ich auf jeden Fall nochmal fixen hier mit dem Niederschlag. Ja, für mich. Und das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren lassen. Was macht ihr, um euch ein bisschen zu entspannen einfach? Schreibt ihr einfach irgendwelche Hassposts oder so? Das ist ja wieder in gerade aktuell. Man weiß es nicht. Also, gerne. Ich bin gespannt über eure Nachrichten. So, ich glaube, die restliche Verzierung, wir haben das Dach geil raufgesetzt, die restliche Verzierung machen wir aber beim nächsten Mal. Ich denke, wir haben ganz gut damit die Folge wieder umgebracht. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielleicht kürze ich sie noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und liked das Video. YouTube liebt das, das wisst ihr. Und ich würde mich auch sehr über einen Kommentar freuen, wenn ihr einfach nur ein bisschen was Nettes über das Haus schreibt. Oder was ich besser machen könnte. Oder ob das alles scheiße ist. Das wäre ganz nice. Und damit schaut in die Videos, die ich hier verlinkt habe. Und ich wünsche euch noch eine richtig geile Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.